Interaktion und Beteiligung, das sind natürlich wichtige Punkte in digitalen Formaten. Und Webex bietet hier verschiedene Funktionen, unter anderem einen Chat und ein Frage-Antwort-Modul. Und die wollen wir uns jetzt in diesem Video anschauen. In digitalen Formaten ist natürlich wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Rückkanal auch zu den Veranstaltern haben und auch entsprechend kommunizieren können. Wenn nicht über Video, dann zumindest über ein Chat oder auch ein Frage- und Antwort-Tool. Und wie das hier in Webex aussieht, schauen wir uns jetzt mal konkret an. Ich habe hier eine Videokonferenz wieder vorbereitet mit mir selber als Gastgeber, einem Gast im Browser, einem Gast über einen Windows-Klienten. Und grundsätzlich muss ich erstmal entscheiden, möchte ich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer chatten können, das Frage- und Antwortmodul nutzen können. Das kann ich nämlich in den Meeting-Optionen ein- und ausschalten, hier in diesem Fenster. Das kommt uns ja aus anderen Videos schon bekannt vor. Dann einfach den Haken setzen oder eben entfernen, je nachdem, was wir anbieten wollen. Schauen wir uns als erstes den Chat an. Hierfür gibt es in der Meeting-Software und im Browser das Chat-Symbol. Das kennen wir ja auch aus anderen Videokonferenzprogrammen. Hier können wir entweder Nachrichten an alle schicken oder eben auch entsprechend an einzelne Personen. Das heißt, Gruppenchats oder auch Nachrichten einfach oder private Chats. Soweit erstmal nichts Neues. Was aber ein bisschen umfangreicher ist, ist das Frage- und Antwort-Tool. Denn hiermit können wir, Rückfragen auch in Großveranstaltungen ja auch ein bisschen koordinieren und auch steuern und auch dafür sorgen, dass sie vielleicht auch nicht in der Flut der ganzen Chatbeiträge, wo man sich ja auch einfach informell auch austauscht, vielleicht auch nicht untergehen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal in dem Windows-Klienten an. Schalte ich mal um und hier gibt es in der Software rechts unten drei Punkte, wo eben Frage und Antworten sich hinter versteckt. Und ich habe jetzt hier erstmal ein Auswahlfenster und kann jetzt hier erstmal eine Frage eingeben. Machen wir Pause und Fragezeichen. Und jetzt sehe ich, dass hier oben rechts nämlich schon direkt ein neuer Bereich dazu kommt, nämlich mit meine Fragen. Das heißt, diese Frage, die ich jetzt gestellt habe, die ist jetzt erstmal so eine Art Warteschleife. Die ist für den Moderator, den Gastgeber, den Mitgastgeber sichtbar, aber nicht für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das heißt, wenn ich jetzt mal in den Browser schalte und auch hier über die drei Punkte das Frage- und Antwortmodul öffne, dann sehe ich diese Frage nicht, aber ich kann hier auch meine eigene Frage stellen. Gibt es Kaffee? Und kann auch auswählen natürlich, geht jetzt diese Frage an den Moderator, an den Gastgeber oder eben an alle Mitgastgeber. Und auch hier kann ich jetzt die Frage einfach abschicken. Schauen wir uns die Übersicht des Veranstalters an, des Hostes, des Gastgebers. Ich klicke hier rechts unten auf die drei Punkte Frage und Antwort und hier sehe ich jetzt eben alle Fragen und kann diese Fragen auch entsprechend beantworten. Das heißt, ich kann jetzt draufklicken, kann jetzt antworten, machen wir Pause, dann sage ich gleich. Und in dem Moment, wo ich antworte, wird diese Frage, weil ich ja auf Senden und nicht Privatsenden geklickt habe, für alle öffentlich. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen dann unter Frage und Antworten diese Frage mit dieser Antwort. Ich muss mich jetzt aber als Gastgeber nicht alleine um das Erledigen der Fragen und das Beantworten der Fragen kümmern, sondern ich kann mir hierfür auch einen Mitgastgeber oder auch einen Moderator jetzt einfach beiseite holen. Und hierfür klicke ich jetzt einfach mal auf die Teilnehmerliste. Ich nehme jetzt mal den Windows-Klienten, sage Rolle ändern und ernenne ihn zum Moderator. Und in diesem Moment kann der Windows-Klient, da gucken wir jetzt auch direkt mal rein, nicht nur die Fragen beantworten. So, hier sehen wir nämlich hier gleich alle Fragen, die machen wir Pause, die ist noch da, sondern ich kann auch rechte Maustaste draufklicken, dann kann ich auch zuweisen an. Das heißt, ich kann spezielle Fragen auch an einzelne Personen in diesem Meeting zuweisen. Ich kann eine Priorität auch vergeben. Ich kann auch sagen, okay, die Frage wird gleich mündlich im Chat beantwortet. Da gebe ich dann, vielleicht auch ein Signal oder ich selber beantworte das mündlich. Ich kann die auch kopieren, aufschieben oder auch verwerten.
werfen und die Auswahl auch aufheben. Ich finde dieses Frage- und Antwort-Tool, das ist äußerst hilfreich, wenn wir einfach Rückkanäle ein bisschen auch steuern und ja, die Kommunikation auch ein bisschen steuern können und somit auch ein bisschen ja, Ordnung und auch Systematik in unsere Meetings reinbringen können. Wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen habe oder ihr was ergänzen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich freue mich immer über Rückmeldung und ansonsten, ja, wie immer, alles Gute und bis bald. Tschüss.